Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Wir machen jetzt hier weiter mit der GED-Baustelle. Ja, was hat er zu seiner Verteidigung zu sagen mit dem Salat und den Streifenhörnchen in den nicht vorhandenen Containern? Ha, ha, ha. Ach, jetzt muss ich... Aha, jetzt muss ich wieder am Pferd drauf sitzen. Gut, Coco, komm her. Wir haben eine Mission zu erledigen. Gott, was der Sattel da hinten durchbackt. Diese Container enthalten nur Arbeitsmaterial. Daran ist nichts seltsam. Du hast gesehen, dass hier Streifenhörnchen eingesperrt sind. Aha, das ist seltsam. Damit habe ich nichts zu tun. Ich werde sie natürlich sofort rauslassen. Ich hole nur die Schlüssel zum Container, die hier drüben im Auto sind. Das Auto ist auch nicht da. Es gibt nochmal 250 Erfahrungspunkte auch fürs Pferd. Da haut er ab. Ja, ja. Und das ist der Grund, weshalb ich momentan keine ausgelevelten, oder warum ich generell in den Quests eigentlich keine unausgelevelten Pferde, keine ausgelevelten Pferde reiten möchte. Weil solche Erfahrungspunkte dann halt einfach, ups, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Nein, hinterher, Coco! Da habe ich einfach, eieiei, ja, hier kann ich abkürzen. Da verschenke ich dann nämlich einfach Erfahrungspunkte. Und da ich sowieso nicht die allermeiste Zeit habe, leider zu leveln, möchte ich natürlich da ungern dann die Erfahrungspunkte, die ich fürs Pferd bekommen würde, verschenken. Und deswegen level oder deswegen queste ich nicht mit ausgelevelten Pferden. Nur mal so als kleine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Weil ich war jetzt auch gefragt worden, ob ich nochmal meinen Sony reiten kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei dem Sony ärgere ich mich mittlerweile, dass ich es gekauft habe. Ja gut. Nicht, weil ich es mittlerweile hässlich finde oder sowas, aber ich finde das Neue schöner. Sag ich ganz ehrlich. So, die Verfolgungsjagd ist irgendwie nichts geworden. Alter! Tja. Räumst, das kommt davon, wenn man in so ein Schlagloch reinfährt, ne? Hast du jetzt davon? Das hier übrigens. Nur mal so. Als kurze Randnotiz. Das wollte ich nur mal so erwähnt haben. Das ist das neue Pferd von Star Stable. Es ist das Geisterpony. So. Huch. So. Igitt, ich hasse Streifenhörnchen und ihr Graben von Löchern. Hätten sie nicht gemacht, hättet ihr den nicht entführt, ne? Das war von Anfang an ein dummer Plan, in ganz Jorvik Streifenhörnchen zu fangen, um die Straße zu sabotieren, damit niemand die GED beschuldigen kann. Ich sollte lieber verschwinden, bevor ich verhaftet werde. Ach, ich vermute, dass ich hier nicht rauskomme, ohne dir den Schlüssel zu geben. Pah, hol ihn dir. Hauptsache, ich muss weder dich noch ein Streifenhörnchen jemals wiedersehen. Seit dem Autounfall liegt er hier irgendwo. Die Streifenhörnchen, die um seinen Kopf kreisen, sind auch super. Er sieht keine Engelchen, er sieht Streifenhörnchen. So, lass die Streifenhörnchen los. Die holen wir jetzt da raus, die armen Kleinen. Die eingesperrt hier in einem dunklen Container. Da können die auch wieder zu Steve zurück. Da haben sie es viel besser. Dann werden sie gefüttert, da ist alles super. So. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Die freigelassenen Streifenhörnchen springen glücklich im Gras herum. Nachher, everything is awesome. Dieses Streifenhörnchen scheint ruhig und freundlich zu sein. Wenn es dich nach Frau Pinter begleitet, kannst du mit ihm beweisen, dass James unschuldig ist. Eigentlich... Haben wir das schon bewiesen? So. Streifenhörnchen springt vergnügt in die Tasche. Das macht genau die schrecklichen Geräusche, wie die Hasen beim Hasenrennen früher, die ja so viel Spaß dabei hatten, dass man sie fängt und mit ihnen fangen spielt. Ja, ja. Ich habe ja so viel Spaß. Ja, total. Also, ganz ehrlich... Ich bin so froh, dass sie diese Geräusche nicht mehr machen.
Damals war das Hasenrennen noch schlimmer. Es war noch schlimmer, als es jetzt ist. Jetzt mag ich es einfach nur nicht mehr, weil ich es einfach ungern reite. Aber damals haben auch noch die Hasen genervt. Ach, so. Ja, wie gesagt, eigentlich haben wir es ja schon bewiesen. Wir haben ja jetzt das Shirt schon. Ich habe den Schritt eigentlich vorweggenommen. Lustig auch, dass das geht, ne? Dass man eigentlich die Quest jetzt schon im Vorfeld machen kann. Die normalerweise das hier, was wir jetzt gerade eben gemacht haben, als Bedingung hat. So. Tiffany, hast du etwas gefunden? Beeil dich und erzähl es dem Verwalter. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Ja, der weiß das doch schon. Ja, mit dem haben wir schon geredet. Ja, das war's dann jetzt schon. Sehr gut. Dann haben wir jetzt das hier auch abgeschlossen, diesen Queststrang. Du kannst ein Geist sein. Dann lassen wir uns doch mal eben abholen, ne? Dann können wir jetzt mal die Geisterquest eigentlich annehmen, die noch im Nilmers-Hochland ist. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, die war jetzt auch nicht so mega, mega lang. Ich kann mich da nicht mehr wirklich richtig gut dran erinnern, aber so grob. Grob kann ich mich noch dran erinnern. Und selbst wenn sie jetzt was länger ist, also es ist jetzt keine Quest, wo es jetzt so super wichtig wäre, dass wir die hintereinander weg abschließen. Also rein theoretisch könnten wir, wenn sich das jetzt mit dem Update mit der Ranch überschneidet, könnten wir das theoretisch auch dann noch machen. Danach noch machen. So, und die Quest, die nehmen wir hier oben an, genau. Oh, ein männlicher Geist. Ach ja, das ist ja hier wieder, ne? Ich versuche das jetzt mal mit dem Epic Echo. Ich habe mir nämlich einen neuen Sprachdings. Ich hoffe, das klingt ein bisschen mehr nach Geist als dieser Geist hier. Weil die Stimme klingt für mich persönlich nicht so richtig nach Geist, nicht bedrohlich genug. Also versuche ich es jetzt einfach mal mit der hier in der Hoffnung, dass die besser klingt. Pass auf, wie du reitest. Du bist ja nicht alleine hier oben. Gespenst? Du bist ein Gespenst. Du kommst hier hochgeritten wie ein Verrückter und sagst, ich wäre ein Gespenst, obwohl ich nur auf meine Frau warte. Hau ab, Gespenst. Oi, kann das ein echtes Gespenst sein? Träume ich? Muss mit jemandem sprechen. Vielleicht hat jemand vom Moorlandstall schon mal was gesehen. Ups. Ich dachte, das wäre auch noch der Geist gewesen, der das gesagt hat, aber eigentlich wäre das ich gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Müssen wir jetzt vielleicht mit Ten reden? Hat Ten nicht Angst vor Geistern? War da nicht irgendwas? Das sind jetzt halt auch alles wirklich so Sachen, an die ich mich gar nicht mehr richtig erinnern kann. Die sind so lange her. Aber ja, wir müssen mit Ten reden. Oh. Ein Geist? Du bist ja witzig. Ein richtiger Witzbold, Tiffany. Was heißt denn hier Witzbold? Das ist mein Ernst. Spukt es. Oh, meinst du echt? Also ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich einen Geist gesehen hast. Vielleicht hast du einfach schlecht geschlafen? Oder zu viele Gruselfilme geguckt? Ich weiß nur, dass dieser Ort schon seit langem verlassen ist. Sprich lieber mit Loretta. Sie weiß sicher mehr. Okay, was gab es eigentlich hier in der Bobcat-Boutique nochmal alles zu kaufen? Der Helm ist cool mit dem Blau. Ich mag den lieber als den Violetten, den wir geschenkt bekommen haben. Und der hier wäre, glaube ich, sogar Chumpy-tauglich, ne? Ja. Wäre er. Also der ist cool, der gefällt mir schon gut. Wir sind vor allen Dingen auch gemocht bei den Bobcats. Den werde ich mir bestimmt mal noch holen. Die Handschuhe sind eigentlich auch ganz schick. Da müsste ich beliebt sein für die Hose, aber die ist doch nicht so gut. Hier gibt es auch diese Reithose, die ich sehr, sehr gerne trage, bewundert. Die mag ich auch sehr gerne, ist auch Chumpy-tauglich. Und ich mag auch hier den Pullover total gerne, der auch Chumpy-tauglich ist. Also hier, das ist der da hängt. Den finde ich auch klasse. Zaumzeug, oh Gott. Oh, ich fange schon wieder an zu gähnen. Ich bin schon wieder müde. Das könnten wir uns sogar schon holen. Jo, ja, aber der Helm, der ist cool. Den hole ich mir bestimmt mal noch. Gut. Loretta, was sagst du dazu? Gespenst? Hast du es auch gesehen? Aha.
Sie hat also auch was entdeckt. Zwei, die an Geister glauben. Ich wusste, dass sie nicht verrückt war, Tiffany. Du hast wirklich mit ihm gesprochen. Boah, sowas würde ich mich nie trauen. Früher gab es hier eine Rennstrecke. Jetzt finden hier Wildtierrennen statt. Der Beginn der Strecke ist noch derselbe, aber das Rennen dauerte länger und endete auf der anderen Seite des South Silver Gewässers am New Hillcrest. Vielleicht hast du die Brücke bei der verlassenen Farm dort oben gesehen? Sie ist oft kaputt. Die Winter sind so hart, dass sie manchmal einbricht. Ich denke, die Brücke hat etwas mit dem Geist zu tun. Jedenfalls ist Frau Holdsworth ziemlich alt und weiß sicher mehr als ich. Warum reitest du nicht drüber und fragst sie? Ah, das war dann bestimmt eine ganz alte Quest noch, weil wenn hier die, wenn hier die von der Brücke, die oft kaputt ist, die Frage ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das noch gewesen ist, bevor Jarlaheim und damit die Erntefeldprovinz früher hinzugefügt worden sind. Also das würde Sinn machen, finde ich. Hey, meine kleine Freundin, was liegt dir auf dem Herzen? Die kaputte Brücke im Nilmershochland? Damals ist etwas Schreckliches passiert. Seither geht die Brücke ständig kaputt. Aha, die Brücke wird also von einem Geist heimgesucht. Von dem schrecklichen Geist da oben. Gut, aber ihr Lieben, ich würde mich für heute schon wieder von euch verabschieden. Ihr kennt das schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Die Folge wird dann schon am Sonntag kommen. Also nicht verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.